Mein nächster Gast hat leider nicht viel Zeit, um bei uns vorbeizuschauen. Er war lange nicht mehr hier und ich habe ihn seit gestern vermisst. Ich freue mich sehr, dass er heute noch mal vorbeikommen konnte. Olli Dittrich! Von den Les Humphreys. Von den Les Humphreys Singers. Mexico. 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 Wie oft hast du Les Humphreys erzählen hören, dass er Les Humphreys heißt und nicht Les Humphrey, weil man immer dachte, es wäre ein Genitiv. Es sind Les Humphreys. Ja, aber er heißt Singers. Ja Leslie und gar nicht. Das hat mit den Les Humphreys Singers nichts zu tun. Nein, aber das ist bei Humphreys, nicht bei Les. Sonst würde er Le Humphrey heißen. Les Humphreys. Er heißt sowieso gar nicht mehr, denn er ist verstorben. Er ist verstorben. Ja. Aber was war die große Liebe seines Lebens? Alida Gundlach. Wirklich? Ja. Ach. Ja. Ich dachte Dunja Reiter. Dunja Reiter war mit Paul Schockemühle zusammen. Nein. Dunja Reiter, ich habe es mehrfach gehört. Bisschen um die Ecke gedacht. Ich habe mehrfach gehört. Aber weißt du, was denn hast du? Wo hat Blitz eingeschlagen zwischen Les Humphreys und Dunja Reiter? In Kantine von Hessischen Rundfunk. Tatsächlich? Ja. Ah ja. Hast du ein abhörsicheres Handy? Ich habe kein abhörsicheres Handy, aber ich habe mir heute überlegt, was sind eigentlich die Beweggründe, dass man überhaupt ein Handy knackt? Also warum wird zum Beispiel das Handy von Merkel überhaupt abgehört? Ja, um zu hören, ob sie zum Beispiel sagt, Michelle Obama geht mir auf den Keks oder so, dann wird sofort eine Drohne geschickt. Das habe ich mir nämlich... Ja, ist doch klar. Die ist doch selber eine. Das ist keine leere Drohnung. Ja. Weißt du, was ich mir nämlich gedacht habe? Ich habe heute zum Beispiel in meinen Kalender eingetragen... Führst du noch einen alten, traditionellen Kalender von Nein, Hand? Nein, einen virtuellen, deswegen ja. Da sind doch diese Korrektursysteme drin. Ja. Ne? Ja, ja. So, und die machen ja immer irgendwas, was sie wollen, aber nicht das, was sie schreiben sollen. Ja. Und ich habe zum Beispiel einen Gastauftritt bei der Sesamstraße, das wird aufgezeichnet in Hamburg beim NDR, in Lockstedt. Das ist ein Stadtteil von Hamburg. Ja. Und da habe ich eingetragen, Sesamstraße, Auftritt, Lockstedt. Und da macht es von selbst, ich habe das schon abgespeichert und guck nochmal nach, soll ich ob raten, alles stimmt. Was kommt? Was? Ja. Lockhead? Nein. Weil das ist dieser Rüstungskonzern. Ja, ja. Nee, ja. Noch nee. Besser. Was kommt? Koks-Test. Koks-Test? Und da habe ich mir bei Merkel gedacht, wenn die zum Beispiel beim G8-Gipfel war, 2011, und die hat dann so reingetragen, muss noch Gespräche führen mit Obama, Sarkozy, ja? Und der macht da draus Sackgesicht. Weißt du? Mit Obama, Sackgesicht. Ja, und schon haben wir wieder einen Weltkrieg am Hals und können nichts dafür. Ja. Pass auf, man glaubt es nicht und es ist unsere Pflicht, auch die Zuschauer zu warnen. Das sieht doch normaler aus wie ein total normales Handy, oder? Das ist da vorne aufgeklebt. Moment, überhaupt nicht. Das ist ein stinknormales Handy. Ach, das ist aufgeklebt. Quatsch. Das hast du bei Ikea mitgenommen. Nix, da steht das immer in den Regalen drin. Normales Handy. Ich sage Ihnen, wenn Sie da mit einem amerikanischen Touristen zum Beispiel in Berlin sitzen sehen, scheinbar harmlos, Vorsicht, denn er sagt, hallo Schatz, so sprechen amerikanische Natürlich. Touristen. Hallo Schatz, ich sitze mit dem berühmten Olli Dittrich, dem Sohn von Marlene, am Tisch. Moment mal, ich sehe was sehr Verdächtiges. Dann drückt der kein netter Tourist ist und ein Spion, hier auf diesen App. Dieses App. Spy App. Ja. Dieses App. Mhm. Sag mal, dieses App. Ja. Das ist das App. So wie Les Humphreys Singers. Ja, erzähl mal rüber. Pass auf, er drückt auf das App. Und dann? Und fängt an, dich auszuspionieren. Wieso sagt man das App? Es ist doch Application. Weißt du, das Geschlecht ist doch gar nicht feststellbar, wie bei vielen Gästen. Also ich meine, Application ist das männlich oder weiblich? Kleiner Insider. Aber weißt du was, das gibt es schon als Schoketten. Gibt es auch iPhones als Schoketten? Von Trumpf? Ja, da kann man diese Dinger abbeißen, die Apps quasi, die Schoko-Apps. Ach, ehrlich? Also, nein, schön. Gibt's nicht, aber ich dachte, ich erzähl's und hier glaubt man eh jeden Scheiß. Nein, ja. Aber du bist ja so umfassend, du bist nicht ein sehr belesener Mensch nur, sondern du hast auch ein phänomenales Gedächtnis. Ja. Du hast auf Stichwort, wirklich. Sagen wir mal so 1963, was fällt dir dazu ein? 1963? Das wollten wir nächste Woche machen, wenn wir es mit den Illustrierten machen. Das war der erste Hit der Beatles. Das Welcher? Davon in Deutschland. Nicht Love Me Do, sondern? Das war nämlich in England, sondern Please Please Me. Please Please Me. Oh yeah. Schon in die neue von Paul McCartney reingehört? Also über neue Platte, meine ich. Ja, ich kenne... ja, muss man ja sagen. Da kann man nicht reinhören. Nee, die muss man komplett durchhören. Warum kann man da nicht reinhören? Ach so, ich dachte, du meinst jetzt nicht die Platte. Ja. Doch, nein. Ja, doch, die Single kenne ich. Die Single? New. Ja, ja. Sehr guter Titel. Und?
Sehr guter Titel. Ja. Aber es klingt ein bisschen wie Penny Lane, oder? Nee? Nö, finde ich nicht. Gut. So ein Musikgespräch hat man auch, gibt es ja im deutschen Fernsehen nicht mehr. Überhaupt traut sich kein Sender mehr, ja, wie oder? Wie Ernst Stankowski damals. Erkennen Sie die Melodie? Ein Aufatmen bei den Leuten, dass man endlich mal wieder sowas erzählt. Ja, ne? Natürlich, weil das kennt natürlich noch jeder. Ja. Wo das Rigoletto gespielt wurde im Kostüm von Gräfin Maritza. Und da musste man es erkennen. Genau, ja. Und mein Vater hat immer Riegel-Otto gesagt. Das ist bekannt, ne? Absolut, Riegel-Otto. Ja, ja. Und Hotello, kennt man den auch? Hotello, nee, ich kenne nur die Arie. Ich trete ins Zimmer und bin schon zu tief, aber das ist sehr insiderisch. Die Bierbar von Sevilla? Der Bierbar von Sevilla? Die Bierbar von Sevilla. Die Bierbar von Sevilla. Ja. Das weiß ich nicht, wie heißt denn die Oper im Original? Radkäppchen und der böse Golf. Ist denn nicht die Bierbar von Sevilla die Vorgeschichte von Die Hochzeit des Figaro? Habe ich mir mal sagen lassen. Das kann sein, das weiß ich. Ja? Die Entführung der Gräfin mit Comtessa. Gunilla Rutschow-Mitruf und entschuldige. Aber ich sehe, ich will die nicht langweilen. Nein, überhaupt nicht. Wir haben ein tolles Spiel. Übrigens, das, und, ja. Nein, ist egal. Na, also sag nur kurz. Nein, ich fand das Bild von Boris so gut. Ich dachte, Markus Maria Profittlich hat eine neue Show. das muss ich nie widersprechen. Das muss ich nie widersprechen. Wir spielen jetzt unser neues Spiel. Angies Handy knackt die NSA. Für uns, für die Handys im Studio sind Harald und Olli da. Und das ist ein Vorspann, der könnte Karriere machen. Das reimt sich sogar. Ja, natürlich. Ja. Angies Handy knackt die NSA. Für die Handys im Studio sind Harald und Olli da. Ja. Fantastisch. Dankeschön. Das ist ja Wahnsinn. Das ist passend. So, bitteschön. Das ist Olli Dittrich. Hallo, guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Sagen Sie uns bitte kurz Ihren Namen. Vlad Lehner. Vlad Lehner, das klingt russisch. Ja. Ja. Mutterrussin. Richtig. Ah! Oh. Vater? Deutscher. Deutscher. Wo geboren? Sie? In Gronau an der Leine. Gronau an der Leine. Ist das nicht auch Udo Lindenberg geboren? Gronau an der Leine, das ist nicht das Gronau in Westfalen, wo Udo Lindenberg geboren worden ist. Gronau an der Leine müsste ja dann Niedersachsen sein, richtig, oder? Im schönen Niedersachsen. Im schönen Niedersachsen. Ist auch schön da, oder? Ja, da spricht man ja das reinste Russisch, sagt man. Ja. Nein. Weißt du, warum so viele Japaner in Winsen Urlaub machen? Da haben sie ihre Lue. Ja. Ja. Okay. Kannten Sie denn schon? Nee. Da müssen Sie aufpassen, wenn Sie damit einen sehen, denn das ist ein Spionage-Handy. Ja? Man kann das aber auch umgekehrt machen. Gib mal das. Nein, nicht das, das andere. Mit dem App? Ja. Gib mal das App, wenn man das... Nimm die App. So, sieht das nach irgendwas aus? Ja, Hupsi von Meiering. Ja. Früher. Hubert von Meiering. Oh, toll. Oh, ja, jetzt ist es runtergefallen. Nee, warte mal. Hier zum Glück verlieren wir keine Zeit. So kann ich das. Solange spielen wir beide. Was ist das denn jetzt? Geht nicht mehr auf. Ja, das sieht aber toll aus. Das sieht aus, als wird... Kleiner Scherz. Das ist ja unglaublich. Das ist aber toll. Hey! Hallo, ich bin ein Spion. Ja, weißt du, wer sowas früher hatte? Das habe ich mal gesehen, Paul Dahlke in einem alten Film mit so großmachenden Gläsern, wo die Augen so groß gemacht wurden. Flaschenböden. Und, ja, und da waren innen die Augen befestigt an so Drähten und es wackelte dann so. Ja, genau. Kennen Sie noch Paul Dahlke? Kennen Sie noch Heinz Rühmann? Ivan Desny? Hallo, will nicht mehr. Danke. Schuster, wenn im Vorstand hier. Danke. Guck mal, Mutti, guck zu. Ist mal auf, nie gesehen. Heinz Rühmann? Nicht bekannt? Mädchen? Nee. Nein. Gerd Fröbe? Oh. Gold, Mr. Bund. Alexander Moisi, alles kein Begriff mehr. Sie sind doch schade. Mr. Bund. Gold. Auch nicht? Ja. Ja. Josef Offenbach? Hi, we go. Schatz, jetzt das gute Steinvorlage. Josef Offenbach ist nicht bekannt, ein hessischer Schauspieler. Okay, toller Schauspieler. Salto Mortal, to Mortale, die. Kommt doch aus Russland ursprünglich, die Serie, oder? Aus Russland? Ja, nämlich Gustav Knut. Ach nee, der war ja Gustav Knut. Gustav Knut. Aber wie heißt der berühmteste russische Schauspieler? Doch Gérard Depardieu, oder? Vielleicht. Aber Ivan Reprov, glaube ich. Ivan Reprov war ja aus Berlin eigentlich. Genau. Ne? Hieß der Ivan Reprov oder der Hans Rupke? Der hat einen anderen Namen, das weiß ich jetzt nicht. Du weißt aber nicht, wie der andere. Ich weiß nur, Gerd Höllerich war Roy Black. Ja. Aaron Treppengeländer. Wolfgang Völz. Ja. So, also jetzt geht's aber los. 50 Euro für jede SMS, die Sie uns zeigen. Ja? Jede?
Sie entscheiden, welche Sie uns zeigen. Und wir entscheiden natürlich, ob die 50 Euro wert ist. Ah, ja? Okay. Aber dieses Russengequatsche von mir ist ja blöd. Sie sind ja Deutsche, oder? Ja. Ohne Wenn und Aber. Also in meiner, ich war letztens im Bürgeramt und da wurde mir gesagt, zweite Staatsbürgerschaft ungeklärt. Was? Was? Ich war letztens. Hallo? Brauchen die Stress? Ja, wieso das denn? Ja, das wieso zweite Staatsbürgerschaft? Darf man denn zwei Staatsbürgerschaften haben? Vitali. Klitschko, kennen Sie? Ja, die kennen Sie. Kommt ein Mann zu Fluss. Die Klitschkos erzählen einen Witz. War eine sehr gute Nummer von Pocher, muss man sagen. Ja? Kommt ein Mann in, was heißt, Burjibju, Krankenhaus. Okay. Kommt ein Mann in Krankenhaus. Und das zog sich ohne Pointe. Ja. Ja. Das sind die besten Gags. Das sind die besten Gags. Ja. So, vielleicht zeigen Sie es Olli. Und Olli sagt dann, ob es einen Puffi gibt oder nicht. Müssen Sie die vorausen? Eh, also ich glaube, es gibt nur eine SMS oder so ein Gesprächsteil. Was möchten Sie denn gern? Gesprächsteile sind aus, ja. Aber wir haben noch Pflaumenkuchen. Ja. Ich war mal im Restaurant, da stand Stammessen so und so, so und so. Und man wollte das bestellen, Stammessen aus und ging weiter. Das habe ich mir hier anders überlegt. Jetzt haben Sie aber heimlich schnell was... Nee, ich musste noch mal umdenken. Wirklich? Umdenken. Ja, wieso? Sind das sehr private SMS? Halt, da guckt man nicht rein. Teilweise. Teilweise. 50 PS. Ja, dann muss ich wir spielen. Das ist russischer Schwarzer Peter übrigens. Russischer Schwarzer Peter. Genau. Einer davon sind Rubel oder was? Das ist nicht schlecht, oder? Nee, wir wollten Rubel, aber der kriegst du ja nicht am Tisch. Der rollt ja die ganze Zeit. Ne? Ja. Weil der ist aus Käse und wird zum Bahnhof. Ja. Wieder mal gestolpert. Von wem? Auf Deutsch? Wieder mal gestolpert. Das wieder mal allein. Marika Röck. Fast Gitte. So, jetzt... Was? Bitte? Gitte Henning, ehrlich? Gitte Henning, ja. Okay. Das hier, welches soll ich lesen? Oder ja. Nur hier unten sollten wir noch paar? Nee. So. Was? Das war lang. Oha. Steht das S nicht für Short? Oha. Das erste meine ich. Was ist denn los? Lies doch mal vor. Das kann man nicht vorlesen. Was denn? Nein, das ist... Ehrlich? So, nein. Also das, da musst du gleich das ganze Geld geben. Was denn? Ja? Gott, das gehört nicht in eine Unterhaltungsshow. Was? Das ist nicht lustig. Was? Das ist nicht witzig. Ja, was? Das hast du gar nicht vorgelesen. Weißt du, was dein Problem ist? Du liebst dein Publikum nicht. Das hat er mir mal gesagt. Ich weiß. Hat mir mal gesagt, Rudi Carrell hat mir mal gesagt, Harald Schmidt wird es nie weit bringen, weil er liebt das Publikum nicht. Und als er hier war, hat er gesagt, ey, was hast du da hin? Du brauchst keinen kleinen Manolito. Ja, da hatten wir zu seinem 70. Geburtstag eine große Show für ihn gemacht. Guter Gag, 50 für dich, schön für Sie. Ja. Okay, dann ist das übrigens aus das da, aus dem haarigen, das ist gut. Das ist übrigens aus dem haarigen Baby geworden. Das Baby mit den Haaren auf der Sorten. Von ihr ist das Kate und Willy? Oder ah, der? Auf der Sorten. Und das war wieder das Korrektur. Genau, und es sollte nicht Sorten heißen, sondern das Baby mit den Haaren auf der... Brust. Nein. Zunge. Glatze. Nase. Aber Gesicht ist gut. Auf der Wange. Nein. Auf der Kinn. Auf der Stirn. Ja. Ah! Und 50 Euro für... Svetlana. Svetlana. Nein. Schau mal hier. Verabschiedung Olli. Ja. Ja. Endlich. Achso, ich wollte hier gerade... Hätten Sie gerne noch weitergespielt? Ja. Ja. Aber ist auch in Ordnung. Gehen Sie noch in die Schule, oder? Ich studiere. Was denn? Sozialwissenschaften. Viel Erfolg. Yes! 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 Danke fürs Mitmachen. Vielen Dank. Alles Gute, ne? Für den, Nummer, das war, ne? Das Handy bleibt hier, sensationell. Ja. Wann sehe ich dich wieder? Morgen. Du bist morgen hier, morgen ist keine Show, ja, aber genau, du hast das Studio für dich alleine. Ich werde wieder an der Tür kratzen. Lasst mich rein. Wer klopft seit an? Oh, zwei arme Leute, kennst du nicht mehr? Was wolltet ihr? Oh, gebt uns Herberger. Nein, das darf nicht sein, ihr geht doch, der kommt nicht rein. Prinz und Bettelstab oder sowas? Irgendwie so eine Oper, der Waffenschmied? Nee, das Krippenspiel im Kindergarten. Ach ja, richtig. Schön, schade, dass er schon gehen muss. Olli Dittrich. Ich gehe heute mal noch kurze Werbung. Geh sie ab. Olli.